Hallo und willkommen. Da nochmal die Servereinstellung. Wir kommen zur dritten Aufnahmesession. Natürlich dabei Iron und Snafu. Hi. Hi. Und wer ist bereit? Ich bin bereit. Ich bin bereit. So. Ihr seht schon, wird wieder funny. Immer. So, mal gucken, was soweit abgeht. Ja, ich höre schon. Deine Spitzhacke ist nicht da, warum nicht? Weil du die vielleicht in die Kiste gepackt hast? Dich ausgelootet? Ja, habe ich ja eigentlich auch. Okay. Ich brauche eine neue. So. Oh, irgendwie weg. Keine Ahnung. Was hast du denn gemacht? Vielleicht ist er noch ein Moped. Das kann ist sein. Möglich. Mal schauen, was alles kaputt ist nach dem letzten Kampf. Jo. Poncho ist im Eimer, komplett. Nope. Brustpanzer im Eimer, ein Sweatshirt ist im Eimer, meine Handschuhe sind schon angedetscht, ganz schön, meine Hosen sind. Jeans sind angedetscht, ja. Muss alles ersetzt oder repariert werden. Tatsächlich. Im Moped? Mhm. Naja, kannst du mal sehen. Da ist noch so einiges drin. Ja. Zack. Achso, ne, brauchen wir noch für die Hose. Zack. Okay. Dahin, dahin. Der kann wieder da rein. So, was liegt an? Letzte Horde ist rum. Sollen wir alle zusammen mal in die City gehen und Irons Lootglück auslooten? Naja, wir müssten eigentlich hier noch alles wieder auf... die Basis wieder aufbauen und haufenweise Munition herstellen. Wie wär's? Achso, nee, haben wir ja noch ein bisschen. Okay. Könnten ja auch mal eine Horde in der City verbringen. Wie wir damals. Nee. Ich die letzte gesehen habe. Ja, die ich letzte gesehen habe, das war mir etwas zu. Ach, du musst auch mal sterben, also komm. Ja, wieso? In der City gibt es echt gute Häuser, in der man echt sicher ist. Ja, aber nicht für den Horden. Da wir ja für uns spielen, ist es auch egal, wenn sie da Loot-Container und so zerpflücken. Ja. Ne? Wir müssen jetzt nicht auf andere Rücksicht nehmen, sondern nur auf uns. Wenn wir eins finden mit Beton, mir weg. Ja, klar. Gibt es sogar noch höher. Wir könnten zum Beispiel eine Feuerwehrstation nehmen. Die besteht aus 12.000 ja, die HPs. In der Nebenstadt, ja, die. Genau. Also. Aus Stahl, ja. Mit 12.000 HP-Wänden. 12.000, ja. Mhm. Also, das, wie gesagt, wir müssen jetzt nicht Rücksicht nehmen, weil wir ja wirklich alleine hier spielen. In Anführungsstrichen. Richtig. Ja, kein offenes Projekt. Daher kann man sich wirklich gut sichere Punkte suchen. Wir müssen damit leben, wenn es da nichts mehr zu holen gibt. So, hier sind 2000 Beton am Laufen. Hier sind 1500 am Laufen. Das kann ich machen und ich kann. Also Beton zum Reparieren hätten wir keine Probleme mehr. Federn haben wir genug. Die werde ich mal. Achso, nee. Ein paar muss ich Bolzen bauen, genau, das ist wichtig. Die sind Hammer. ups. Pfeile brauche ich auch wieder. Super, 133, das genügt. Was haltet ihr davon? Mal so eine Stadt komplett zerpflücken? Natürlich. Und suchen wir uns da ein vernünftiges, sicheres Haus, wie die Polizeistation auf dem Dach, da können wir die Horde sogar aussitzen. Theoretisch. Ja, können wir machen. Dann geh da mal so um die 1000 Holz in die Tasche. Ein paar Pfeile. Essen, trinken sollte da sein. Und dann machen wir mal endlich mal den Heiligen Gral. Vor allen Dingen, was du da an Brass rausholst und Blei, Iron. Mhm. Was wir, wenn wir direkt mitnehmen, auch in, wenn wir eine Forge mitnehmen und da eine Forge bauen und eine Kokille, direkt auch in passende Muni umsetzen können. Nimm mal einen Gebietsblock noch mit? Nee, ne, brauchen wir nicht. Nö, wie gesagt, den brauchen wir nicht. Die Forge, die da steht, die brauchen wir eh nicht mehr mitnehmen. Eine neue Werkbank könnten wir auch vor Ort bauen oder bauen wir schon hier? Nur 100.
Nur so gut 1000 Holz braucht jeder und ein paar hundert Frames, paar Frames, ne? Mhm. Ja, dann würde ich schon mal eine Forge zusammensetzen und eine Werkbank. Mein Poncho. Ledermantel habe ich an. Okay, kein Leder mehr da, dann arbeite ich das hier mal um. Ich hab das Leder in der Tasche. Ich hab das, deswegen habe ich alles mitgenommen. Ja, es sind 250, und das Klebeband. Ich hätte da vielleicht noch was zu reparieren. Und zwar, der da ist kaputt, so ziemlich. Moment. Brauchen wir dann alle nochmal eine Rüstung zum Fixen? Später? Na, ich fixe schon meine Rüstung. Dann muss ich nur noch für euch dann machen. Noch. Ups. Den Ledermantel willst du fixen? Ne, ja, das ist Papa. Ja, das ist Papa für dich, ja. Ups. Das packen wir wieder unten. Zack. Oh, der ist doch schon kaputt. Ich hab da noch einen kleinen. So. Mit dem kann ich den dann kombinieren. Und oh, Snafu. Guck du mal bitte, was kriegst du raus, wenn du die zwei kombinierst? Ich hab's mal da reingelegt. Okay. Und du? 232. Okay, dann mach das mal und dann leg ich dir noch zwei rein für mich. Dann kann ich der Iron den erstmal wieder rausholen. Iron, dein Mantel ist sogar größer geworden. Hey! Größer. Ja. Der passt bestimmt nimmer. So, und dann, wenn du die zwei mal für mich kombinieren könntest, wenn sie mindestens 20 Punkte mehr kriegen. Ja. Ja. Genau 20 Punkte. Perfekt. Ich kam nämlich nur auf 18 oder so. Danke. Warum? Weil er Kleidung und Rüstung hat und das zählt wohl dann als Kleidung und nicht mehr als Utilities. Ja. Okay. Also jetzt fängt es an, dass man den Scheiß auch noch checken muss, wer höhere Level kriegt. Mhm. Da ist wer. Ja, ich höre schon piepen. Oh, läuft. Ja. Okay, dann baue ich uns mal eine Workbench. Habe ich. Ach ja, genau, da brauche ich noch einen Schraubenschlüssel für. Ich habe extra billige aufbewahrt, als ob ich gewusst hätte. Oh, okay. Sonst hat jeder getroffen. Die letzten liegen nicht. Die war zu schnell. Ich komme auch raus. Ja, ich komme auch mal. Ich will auch meinen Spaß. Viel Spaß, ich gebe Gas. Auf in die Schlacht. Naja. Das muss nicht, dass er schon alles fertig macht. Wo sind sie denn? Vorm Haus ist noch einer am Schreien, wie ich höre. Ja, genau. Hier ist ja alles schon fertig hier hinten. Ruhe da. Oh, Iron. Red Pants. Jo, schon erledigt. Nix dabei. Schießt du nochmal drauf? Nö, dahinter, den dahin. Hat die jemand gerufen? Iron, schöne neue rote Shorts für dich. Hey, cool. Aber diesmal ohne Herzchen, aber. Oh, geil. Ich muss unbedingt deine haben. Du musst die reintun. Eine 521er habe ich dir mitgebracht. Ah, nein, mit dem Messer. Lilla. Also der Loot, die Quali steigt echt heftig sogar. Ja, dann habe ich jetzt eine 600er, ne? Nicht unbedingt. Kann auch nur 5 Punkte steigen. Das bezweifle ich jetzt. Nee, wenn deine noch blau ist und ich glaube, das war sie. Nee. Guck mal rein. Alles klar. Aber 600 wird es trotzdem nicht werden. Schade. 571 aber immerhin. Das ist wieder Utility. Weil sonst würde ich nicht so eine Steigerung kriegen. Okay, alles klar. Aber kannst Nafu auch noch gucken. 571 ist eine Steigerung von 50 Punkten.
Das, okay. Das kann, wenn es bei mir nicht passen würde, würde ich nämlich nur reparieren. Aber ich habe sie extra einzeln gelassen. Weil bis 600 ist immer ein Riesenschritt. So, Werkbank wäre auch fertig fürs Mitnehmen. Dann basteln wir noch eine Forge. Was war das denn jetzt? Na ja, gut, ich habe sie trotzdem in der Tasche. Oh, Schmiede, Clay, Steine. Schmiede, dafür brauchen wir aber erst den Blasebalg. Sollen wir dann auch direkt Kokille mitnehmen? Ja, ne? Für Stahl, oder? Dann brauchen wir von hier nichts mitnehmen. Ja, ja. Ansonsten müssten wir von hier mitnehmen. Ja, dann lass lieber on the fly machen. Da kommt ja genug raus aus so einer Stadt. So teuer ist eine Krokille jetzt auch nicht. Nicht bei dem, was wir im Schrank haben. Watch. Krokille. Läuft. Schmiede. Läuft. Anvil könnten wir vor Ort machen. Obwohl, können wir hier rauslassen. Amboss. Wir fahren ja eh leer hin, ne? So. Ja. Das ist so bei uns haben. Ja, ja. Genau, dann kann ich, mache ich auch direkt. Snafu, gucken, was du hier rauskriegst, wenn du die Kombis. So, mal gucken. Ja, 50 Punkte mehr. Ja, genau wie bei mir. Siehst du, das ist dann wieder nicht Kleidung, das ist total crazy. Dann packe ich das mal wieder rein. Ja, kannst du ruhig zusammenziehen, das ist ja hops gesprungen. Ja. Iron, okay. Fette Hose. Danke. Die Steigerung ist halt gering, wenn du auf 600 gehen willst, das dauert. Oh, da wird was hergestellt. Ja, genau. Forge und Krokille. Dann können wir in der Stadt nämlich auch Stahl bauen. Ist die offen? Nee, aber die braucht kürzer. Ich mach's hier. Werkbank ist auch schon fertig. Dann ziehen wir echt voll equipped los. Soll ich auch einen Chemietisch machen? Chemietisch. Brauchen wir das denn? Nee. Für Muni oder so? Nee, Muni nehmen wir mit. Also Pfeile und so weiter brauchen wir. Pfeile und Klapp. Na gut. Dafür brauchen wir die Chemiestation. Forge und Werkbank sind fertig. Also Forge läuft noch, aber ist klar, die Krokille braucht 10 Minuten. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir noch Blutspenden. Health Kits. Ich habe 5 Health Kits. Ich habe 5 Heilbandagen, das reicht nicht. Nee, nimm mit. Ich mache jetzt nochmal. Wenn du Blut gespendet hast, kriege ich nochmal, glaube ich, 4 oder 5 Health Kits zusammen. Nochmal. Okay, dann nehme ich die. Ja. 5 Stück, kein Problem. Ja, jetzt kriege ich nochmal 4 Health Kits, klar. Und ich meine, vielleicht gucken wir noch ein paar. Die sind für die Horde wichtig. Ja, bis dahin. Ach, genau, ich nehme mal noch zwei Blutspende-Sätze mit. Kann jetzt laut werden, ich mache den Ventilator an. Weil es zu warm ist hier bei mir. Rezepte. Band 4. Komm schon. Was habe ich wieder vergessen? 10 Sekunden. Alter, das Klebeband ist gut weggegangen, ne? Ja. Was habt ihr denn gemacht? Pocketbike und sowas, das kostet alles Klebeband. Die Explosive. Okay. Das heißt, nicht in der Stadt, aber hier ruhig wieder Knochen sammeln. Habe ich gerade nur übrigens hinterher da. Genau. Und Wasser haben wir auch ohne Probleme. So, Moment. Und dann schmeiße ich gleich mal noch 200 dazu. 250 Pfeile. Wo sind denn die Knochen da? Ach, guck mal hier, alles klar. Dann schmeiße ich mal 500 Kleber wieder an. Wo kommen die Knochen rein? Da über. Leere Gläser. Okay, dann sind noch welche drin. 25 Minuten. Dann haben wir wieder 405 Kleber. Alles kein Problem. Fehlen nur Stofffetzen, da können wir im Notfall auch Kotten direkt nehmen.
Wir brauchen unbedingt Messing. Also, das gibt's in der Stadt ohne Ende. Ja, hoffentlich. Ja, definitiv. Und da wir dann eine Forge haben, braucht man nichts scrappen oder so. Da gibt's jede Menge. Deswegen habe ich Kokille mitgenommen, damit wir die Hülsen bauen können. Läuft. Jupp. Deswegen nur Kokille. Braucht man doch nur dafür, ne? Na, eher für die Stahlpfeile, die Spitzen da. Ja, für die Kokille. Und für die Hülsen braucht man, glaube ich, nur den Amboss, ne? Nur den, überhaupt nichts. Ach, was ist denn? Ja, dann können wir Hülsen ohne Probleme machen. Damals brauchte man noch nur den Messschieber. Für die Geschossspitzen brauchst du einen Amboss. Ist beides dabei, ich habe beides gemacht. Ja. Jo, Amboss ist auch fertig. Also ich habe alles mit Amboss, Kokille. Aber da müssen wir den Schießpulver mitnehmen, das ganze Zeug da. Wenn wir das da bauen wollen, unbedingt. Nee, darum ging es jetzt nicht, sondern um das zu verarbeiten, was man findet. Ah, okay. Damit man wirklich mit dem Fertigstuff rüber kann. Mhm. Ich nehme mal ein Stack mit, so für den Notfall. Danke, ja, können wir ja machen. Ja. So, Klebeband wieder weg. Einzige, was wir jetzt tatsächlich wieder bräuchten, sind Stofffetzen. Jetzt ohne Mist. Ja, ja. Aber das ist nicht aktuell, es ist nicht akut. Nur in der Stadt, dann, ich schmeiße mich immer die Stofffetzen weg. Das braucht man jetzt nicht mehr. Nee, das brauchen wir aber. Genau. Wo kommen die hin? Wo sollen die hin? Sonstiges. Sonstiges, jawohl. Weil Klebeband geht halt gut weg. Ist drin. Jetzt nehmen wir den Chlorhammer mit, das geht schneller. Ausbauen. Leder. Ach doch, da haben wir ja noch 159 Tierhaut. Können wir verarbeiten? Leder ist aber auch noch drin, 115. Ah, ja, heute verarbeitet dann. 250. Moment, ich gucke mal was dazu. Stofffetzen, so, Rezepte, Klebeband, läuft auch wieder. Eisen, geschmiedetes Eisen, dort. Das dauert noch 4 Minuten, die Kokille. Na komm. Apropos, komm, mach mal das da runter, danke. Pocketbike füllen. Das da rein, das da rein. Hallo, Herr Biker. Sieht die Torre dich nicht? Ist nicht schlimm, mehr Spaß für mich. Erschlagen. Der Arme. Na, ne? So, brauchen wir jetzt noch Schienen für euch? Schienen? Ich nehm Klebeband mit. Okay. Wir haben da so viele, oder? Ja, 20 Stück haben wir da nicht. Wie oft wollen wir denn uns die Beine brechen? Ja. Mal gucken, was sagt der Generator? Nur noch halb voll, gut. Ist was mit dem Glas? Das ist immer noch ganz, das ist gut. Musst du einfach eine Wench in die Hand nehmen, dann siehst du die HP. Ah. Stimmt. Oh shit. Ja, warum? Ich check das nicht, tut mir leid. Schießt die Tore wirklich irgendwie dagegen oder so? Aus Versehen. Keine Ahnung. Warte mal, so, ja. Wie weit ist es kaputt? Oder sieht das nur optisch aus? Voll ganz, voll ganz, voll ganz. Nur da unten sind sie kaputt. Nö, die 9 sind heile. Das umgedrehte L hier ist heile. Kann es sein, dass es vielleicht Schaden nimmt durch den Kabel? Nein. Nein, nein. Nee, nee, hier das neu eingesetzte, was kaputt war, die 4. Die sind absolut ganz. Kannst du mit der Wench sehen. Also ist kein Bug, dass die von alleine kaputt gehen. Da ist kein Fitzel kaputt. Nö, ist echt durchs Prügeln. Boah. Ja, man sieht es ja nicht. Deswegen, wer weiß, wie lange die da rumgeprügelt haben, bis der kaputt war. Also die neu eingesetzten sind in Ordnung. Und die anderen haben auch noch über 2000. Also nichts groß, um sich Sorgen zu machen. Wir haben wahrscheinlich mal irgendeine Schreierin vergessen. Und die hat dann fleißig rumgeprügelt. Ja. Alles andere wäre schneller durch als das. Haben wir noch eine billige Spike rumliegen? Spike, ja. Müsste noch in der Waffenkiste sein. Mhm. Okay.
Ja, zwei Stück sogar. Wenn wir zurückkommen, ist über 4000 Beton fertig. Was ist denn die billigere? Die ist die billigere. Okay. So, kombinieren. Haben wir schon vierte, fast 5000. Ja, und läuft noch mehr. Ja. Du kannst jetzt auch Zement? Ja. Yep. Hast du auch gelernt, aha. Ich lerne. Dich ein bisschen entlasten. So. Leder wieder zurück. Okay, wie sieht euer Werkzeug aus? Alles überlegt. Alles in Ordnung, ja. Perfekt. Meins ist kaum angebrochen. Ich fange da jetzt keine Rap an. In der Stadt werden wir Stahl machen können, wenn wir es brauchen. Und dann kann ich direkt neue bauen zum Kombinieren. Werkbank haben wir ja mit. Also brauchen wir das nicht. So. Klebeband füllt sich wieder. Auch gut. Ja. Oh, super. Stofffetzen sind ja reichlich. Wo der Iron das immer herzieht. Der Zauberer von Oz. Nee, ich schmeiß halt, wenn ich auf Hustor bin, alles erstmal bei mir rein, bis ich das Ganze ein bisschen deckt. Weil für jedes Fitzel da irgendwie da ja, klar. Hinkommt, ist mir das zu blöd. Du hast aber hier oben doch auch deine Kiste, ne? Genau, deswegen traue ich das alles rein und wenn da mal 100 da sind, dann kann man sagen. Perfekto. Einzige, was wir eventuell noch bräuchten, wäre... Ach genau, ein Grill und ein Cooking Pot für ein Campfire und ein Beaker, wenn wir haben. Haben wir genügend, würde ich noch sagen. Kochgrill, fertigen. Wie kam mal 5 Stück? Topf, da. Fertigen. Und ja, Topf habe ich schon in der Auftrag gegeben. Die schmelzen sich immer direkt ein. Achso, die schmelzen immer gleich ein. Ja, klar. So, Topf und Grill sind auch fertig. Wenn du jetzt einen Beaker eingesteckt hast, sind wir up to date. Habe ich. So, Mopeds aufdanken, ne? Ja. Zack. Huch. So, was wir dann vielleicht noch mitnehmen sollten. Ich nehme mal für den schlimmsten Fall der Fälle. Oder haben wir noch genug Grün? Nee. 180 Merkled Water mit. Wir haben ja hier reichlich. Falls wir verdursten, wenn nicht, nehmen wir es wieder mit zurück. Na, hier haben wir doch so viel. Ja, kann man schon den grünen Tee ansetzen. Ein paar Stück davon, 60 Stück, ja. So. Achso, Holz. Hier läuft alles. Jupp, da ist noch, genau, jetzt müssen wir nach Brennstoffen gucken. Hier können noch Steine nachgelegt werden. Zack. Damit die Forges schön voll sind. Ich weiß gar nicht, ob die weiterbrennen, wenn wir nicht da sind. Ja, die brennen weiter. 800 Minuten. Die kann der auch gebrauchen. Na siehste, da sind doch schon wieder richtig Steine weg. Dann brauchen wir nur dafür. Okay, dann brauchen wir nicht ganz so weit. So. Zack, zack. Ums, da sind die Steine schon fast wieder weg. Aber dafür kommt halt auch eine riesen Ausbeute bei rum. Die hier oben sind auch schon aus? Oben ist leer. Wow, okay. Ja, ja, aber keine Sorge, dafür ist eine Riesenausbeute im Einschmelzen. Das ist ja das, was am meisten Zeitdauer kostet. Mal eben ein paar Steine kloppen ist ja nun das Geringste, aber das Schmelzen. Da brichst du dir beide Arme bei. Sind jetzt in jeder Forge 12.000 Steine zum Schmelzen. Das ist eine Hausnummer. Damit hat man dann erstmal ausgesorgt, wenn das wirklich alles drin ist. Okay, Krokille Forge ist auch fertig. Ah ja, Rüstung. Müssten ja auch fertig sein. Ja, wir lösen jetzt erstmal das Messing-Problem, weil das eigentlich ja gar kein Problem ist. Man hat es halt nicht gefarmt bis jetzt so richtig wirklich. Richtig. Und dann rattert es hier an Munition ohne Ende, ne? Genau, und das geht halt echt gut in der Stadt. Die Autos abbauen, wenn wir nichts mehr scrappen. Wenn wir nichts scrappen, sollte das richtig was geben. 1, 2, 3, ja. So, und wir haben so viel dabei. Wer seine Rüstung repariert haben will? Nee, ich hätte nur gerne den Satz fürs Mitnehmen, weil meine ist noch nicht bei Hälfte. Das lohnt sich also noch nicht.
Alles klar, dann nehme ich die alle mit. So, was kann man noch mitnehmen? Essen, trinken? Hab ich dabei. Apropos Essen, trinken, ich muss sogar essen. Was haben wir denn da? Da geht noch was, da geht noch was, da geht noch was. Campfire. Wildbrettopf, dafür brauchen wir nur Wasser. Ja. Mach mal deinen grünen Tee nach hinten. Ich brech den mal kurz ab. Nein. Wildbret. So, grüne Tee ist aber direkt wieder an. Ich hab da noch ein bisschen Maisbrot rein, weil ich im Moped noch was hatte. So, grüner Tee ist da wieder drin. Ach, ich kann nichts essen, eine tolle Wurst. Das ist ja toll. Hast du denn jetzt immer noch im Moped Weißbrot? Nee, das war's. Aha. Was am meisten da ist. Aha. Nicht schon. Moped. Erstmal wiederfinden. Wo ist mein Moped? So, sind jetzt für jeden 23 Maisbrot auch noch im Kühlschrank? Ne, ich habe mir schon Becken und Eggs mitgenommen und den Blaubeer. Achso. Ich habe 50 selber einstecken Maisbrot. Achso. Also du kannst ruhig 50 als Deck nehmen. Okay. Alles klar. Oh, war ja schon voll. Na gut. Alles klar. Ich habe jetzt Essen für 2 Tage. Na, ich auch. Ja, mindestens. Gut. Ah ne, ja. Quatsch. Ich finde ja da so viel. Mach mal eine Schreierin, ich geh sie mal besuchen. Manchmal ist es wie verhext, kommst in die Stadt und findest erstmal tagelang nichts, was du brauchst, ob essen oder trinken. Dann lieber einen Vorrat mitgenommen und nicht brauchen als... Tage sozusagen. Genau. Haben wir wahrscheinlich was gefunden. So. Na, wenn wir losfahren, werde ich auch den Generator ausschalten. Echt? Benzin haben wir kein Problem. Ich weiß nicht, ob wir hier weiter besucht werden. Nein, wenn wir den Chunk verlassen, dann brauchen wir ja nichts mehr. Ich weiß es nicht. Hm. Ich kann ja mal 2 Benzinfässer in Benzinkanister machen. Hm. Kannst ruhig auch ein paar mehr machen. Der ist noch 60. Halb voll, der Generator. Ja. Noch 3 Tage weiter los. So, es ist genug Benzin drin. Machen ruhig wieder voll. Also da haben wir echt kein Problem mit. Besonders seitdem sie in der 16 die Benzinfässer überall verteilen. Ja. Das sind, glaube ich, 60 Stück. Ja. Mhm. Also ich würde den ausschalten. Oder wenn du dann aber zwischendurch mal zurückfährst oder so. Und 10 Fässer habe ich im Moped. Warum es auch immer wieder 10 sind, keine Ahnung. So. Da sind wieder 1000 drin. Okay, das ist definitiv zu viel Weißbrot. Ich hatte auch wieder Weißbrot im Moped. Sagt die Uhr. Was? Noch nicht spät. 12 Uhr, 27 Uhr, nö, reicht. Kann man locker noch losfahren. Ah, ja. Das können wir noch machen. Wo ist es da? Ich kann noch einfach. Wo ist es da? Hier. Und dreimal. Für jeden einen. Yep. Läuft. Nee, das können wir auch da fahren. Das ist nicht das Problem. Wupp. Porte sind alles bis Anschlag gefüllt. Na, wenn wir wiederkommen, ist es dann fertig alles. Ganz genau. Das war so die Intention. Alles weggebrannt. Upp. Da kreischt schon wieder jemand oder will kreischen. Heuchelt noch. Lese. Die mich auch. Und jetzt kommt. Oh, Kopf, das leckt. Jo. Oh, oh, Kopf. Ich hol mal die Bolzen. Die Sprengbolzen. Ja. Sicher ist sicher. Bin gleich tot. Dann hau ab. Ja, ja. So easy ist das nicht. Oh, eine Ferrel, Big Mama. Oh. Der Kopf schon weg? Der hat sie gesprengt, warum auch immer. Ja, die Torret. Ich hab 5 Schuss drauf gemacht. Dann sprengt er sich gleich. Echt mal. Ich hab jetzt extra geholt. Jetzt ist alles vorbei. Ich mein, 2 Minuten. Oh, schau mal, der hat gar keinen Schaden, gar keinen. Gar keinen Umgebungsschaden gemacht.
Nee, die machen die kaum noch. Die haben dir früher die halbe Base zerfetzt, wenn die sich gesprengt haben. Ja. Machen die nicht mehr. Na, Big Mama, Feral. Zack. Danke für die XP, aber nichts in der Tasche. Das ist echt nervig. Boah, ich kann jetzt aus der Entfernung aufs Bike zugreifen. Das ist heftig. Da ist noch wer. Ich höre sie. Ich sehe zumindest never. Einbildung ist auch eine Bildung. Nein, nein, die ist definitiv irgendwo. Jetzt nochmal checken. Was ist alles im Bike? Und was nicht? Cocking Pot ist da. Warte mal, das hier ist forged. Cocking Pot Grill. Okay, also Grundbedarf. Ich habe auch ein Blutspendepäckchen mitgenommen. Die Go. Blutspendesatz da. Ich bin infiziert und wir haben so wenig Antibiotika. Ja. 76. Spende ist das ganze Antibiotika. Die paar Sachen, die wir da haben. Ich pack mal 3 Stück ein, wenn nicht Pech. Aber manchmal findet man auch das nicht. Ja. Wir haben ja genug. Wenn nicht, kann man es wegschmeißen. Dafür haben wir echt genug davon. Der Platz eng würden. Ja. Okay, zack, zack, da ist das Moli-Brett. Wird sich Klebeband. Muni hat auch jeder, also hoffe ich doch. Naja. Boah, ich weiß, was ich mache. Ich nehme Waffenreparatursätze mit. Ich glaube, nach so 300 Schuss ist die Sniper durch. Joa. Vielleicht schon eher. Moment, wie stimmt das? Da kommen wir hin. Das ist ein bisschen sehr heftig, was da so kaputt geht an den Waffen, finde ich. Die Sniper geht noch, weil sie halt nur einen Schuss braucht. Aber du hast recht, die Maschinengewehr, ne? Sofort ratzifatzi. Das ist das Ding durch. Erstens das, genau. Und zweitens, nicht nur bestimmte Teile gehen kaputt, wie es eigentlich sein sollte, wie der Lauf, der Abzug. Sondern es geht halt die ganze Knarre im Eimer. Was doch ein bisschen suboptimal ist. Aber ich muss sagen, da wurde schon was dran gedreht. Ich fand das in der 15 schlimmer. Echt? Ich fand, der ging in der 15 nicht so schnell kaputt. War gut. Also der Compound-Bogen hält kein Stack Pfeile durch, dann ist der Geschichte. Den kann ich nicht beurteilen, den gab es damals noch nicht. Auch die normalen Bögen, wie schnell die jetzt kaputt gehen. Das stimmt, ist mir auch aufgefallen. Die normalen Bögen. Die sind schnell kaputt. Das stimmt. Egal welches Level das ist. Ja. So, ich mache noch einmal Auffüllung. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin in Form. Meister nochmal. Solid. Keine Ahnung. Mach noch einmal alles nach. Wood, hat jeder mindestens 1000 Holz dabei? Minimum, ja. Okay. Snafu auch? Nö. Solltest du, hier im Schrank ist genug. Ich hab. Okay, 1000 Minuten. Ja, ich komme. Na. Ich möchte mal meine AK testen. Ich vergesse das immer. Wo sind die Gute? Der jetzt jede Forge auf etwas über 1000 Minuten ein. Das sollte reichen, um ganze 2 Stacks zu verbrennen, oder?
1150. Warte mal, 6000 Steine brauchen 30.000 Sekunden. Geteilt durch 60 sind 500 Minuten. 750 komme ich, aber okay. Also die Hälfte, ja. Ja, passt also, dann ist es in Ordnung. Dann passt, dann lass ruhig zu viel drin. Dann lass lieber zu viel drin. Dann haben wir sicher das Zeug fertig. Das Holz ist echt fix gefarmt. Ist da, glaube ich, auch wieder neu angepflanzt worden, ne? Ja, aber das ist dann zu viel Verschwendung hier. 1150, das sind 1200. Da kann man schon... Also, wenn ich oben reingucke, steht, das läuft 1000 Sekunden. Was? Das läuft 1000 Minuten und so viel Sekunden. Also 6000 Sekunden. Irgendwas stimmt damit nicht. 500 Minuten läuft, muss er. Also Einstein braucht nicht eine Sekunde. Nein, 5 Sekunden braucht Einstein. Okay, 6000 mal 5 sind 12.000. 750. 36.000 Sekunden. 36.000 Sekunden bei 6000 Steinen, wenn einer 5 Sekunden braucht. Nein, 30.000, nicht 36.000. 5 mal 6 sind 30. Also, 6, 12, wenn du die ganzen Nullen weglässt. 6 mal 2 sind 12, mal 3 bin ich bei 6, sind 36.000. Nein. Iron? Was? Ich halte mich da. 6.000 mal? 5. Sind? 6, 12, 18, 24, 30. Ja. Und es sind 750 Holzstückchen, brauchst du. Das scheint mir wenig. Scheint dir wenig? Ja. Ist ja aber so, weil die 50 jetzt brennen, 50 Sekunden brennen, ist es so. Ich hab's ausgerichtet. Na ja, gut. Jetzt wird doch angezeigt. Ja, aber nicht, wie viel das Einbrennen dauert. Das stimmt. Zack. Wir haben genug Holz. Ja, aber nicht doppelt so viel verballern, einfach so. Nee. Das ist mir zu heftig. Muss nicht sein. Du und dein Geiz, wir wissen, wo das endet. Wenn es 15 Minuten länger brennt, ist es okay von mir. Aber wenn ich nicht 1000 Sekunden, 1000 Minuten brennen oder sowas. Nee. Oh, hier, ey, um Gottes Willen. Lass das beim Iron drin. Das ist so, 5 Sekunden das gleiche. Lass das beim Iron drin. Nein. Was nicht? Doch. Ich mach's wieder voll, wenn du raus bist. Das bringt dir nichts. Das sind 1651 Minuten brennt das. Ja. Ja. Ist gewollt. Voll gewollt. Okay. Ist aber vollkommen umsonst. Ja, ich weiß es nicht und jetzt kann ich es aber dann sehen. Wenn wir zurückkommen und da sind noch Steine drin und im Eisen ist nichts mehr drin, dann hatten wir beide Unrecht. Nein. Das ist eine einfache Mathematikaufgabe. Mathematik ist okay, aber ich weiß nicht wirklich, wie lange das Einbrennen dauert. Da habe ich nie auf die Zeit geguckt und leider keine Tabelle gefunden. Eisenstein 5 Sekunden pro Stück. Habe ich genau getimt. Alles schon durchgetestet. Im Singleplayer. In der 16. In der 16, ja. Aha. In der 16. Das bedeutet, dass 1200 Eisen mal 5 6.000, 7.000 Sekunden brauchen, um wegzubrennen. Geteilt durch 60 Sekunden, weil ja 60 Sekunden eine Minute sind. Ja, ich weiß schon. Ich habe nur keine Zeit. Ich habe es schon oft auch gemacht mit einer Tabelle, damals in der 15, das hat nie hingehauen. Das sind dann 42 Minuten. Das passt auf jeden Fall nicht. Olli. Nein, nicht, dass der Snafu Unrecht hat, sondern dass wir schon öfters eine Stunde weg waren und in der Stunde war immer noch nicht der ganze Stack Metall eingebrannt. Das meine ich damit. Aber das kann dann sein, dass man vorher was Großes eingeschmolzen hat, was den Timer verzögert. Richtig. Was jetzt da nicht der Fall ist. Wenn du deine Spitzhacke, dann ist der Slot erstmal 2 Minuten inaktiv. Und dann fängt er erst wieder an zu ticken. Dann brennt er wieder ein. Halt auch getestet, weil und deswegen scrap ich eigentlich alles generell im Singleplayer, alles scrap ich vorher. Auch wenn ich den Verlust habe, ist mir egal, weil der dauert mir echt zu lange.
Dann ist die Forge nämlich total blockiert und komm nicht weiter. Ich schmelze das immer nur ein, wenn ich eh dabei bin. Und dann habe ich die Zeit, dann auch nachzulegen, wenn der wieder frei ist. Das ist... Der Verlust ist zu hoch. Gerade am Anfang. So. Mopeds. Wie sieht's aus mit dem Tanken? Der braucht mal eine Tankung. So. Weiß ich bei dir nicht. Das ist alles viel zu viel. Du und dein Geiz, das hat dir schon 2 Tode eingebracht. Nee. Doch. Da bin ich nicht. Bin zu geizig für einen Erste-Hilfe-Kasten. Tot. Ich tank mal alle Mopeds. Ich hab meinen schon, danke. Ich kann die trotz, dass sie geschlossen sind, nämlich tanken. So, das reicht. Cool. Jo. So müsste es hinhauen. Ah, wenn die verschlossen sind und ich die tanke, dann tankt er die instant voll. Nee. Mit einmal auf Gas drücken, sind die instant gefüllt. Du musst das nicht 3-4 Mal. Ja, das wünsche ich mir mal. Ja, einfach E gedrückt halten und dann auf das Gasol-Symbol gehen. Reparieren etwas? Nicht ins Inventory. Achso, nee, ist das Stahl. Nee, was willst du reparieren? Nö, schon gut. Lohnt sich nicht, die Wände hier, aber... Naja, genau. Wir haben es ja getestet, da kommen noch 2 Schichten. Ja, also... Ich dachte, das wäre jetzt Beton, aber... Quatsch. So, okay. Ach, was soll der Geiz? Los, reparieren wir das bisschen hier. Ja, wir wollten eigentlich los. Ja. Ja, guck mal auf die Uhr. Echt mal, schlimm mit euch. Na, also. Jetzt will ich nochmal voll trinken und voll essen, weil ich jetzt mittlerweile schon wieder runtergesackt bin. Jopp, da sagst du wahre Worte. So, wo fahren wir überhaupt hin? Welche Stadt? Vielleicht eine neue? Iron hat doch so viel entdeckt. Oder was? Da, wo die Feuerwache. Nee, wir müssen dahin, wo die Feuerwache. Die Feuerwache hier, die ist hier in der ersten Stadt. Die ist. Geradeaus runter, an dem kleinen Dörfchen vorbei. Genau westlich. Da, wo ich jetzt hinfahre, nördlich. Oder? Warte mal. Nordwestlich, zwischen Norden und Westen, ja, genau. Da, wo die Wüste beginnt, da hinten, hinterm Kampfbase. Ach, City 1 bei mir dann wahrscheinlich. Genau. Ich weiß nur, dass ich da schon 3 Mal durch bin. Ich meine, da war die Feuerwache. Wenn nicht, wir müssen eh durch die City durch, die Richtung. Genau. Das ist also kein Beinbruch dann. Ich glaube, das war aber die Feuerwache. Ist es aber auch nicht mehr genau. Ja, kann auch sein, dass die in der zweiten war, Schnurzpiepe. Ja. Oh Gott, Olli, du bist wahnsinnig. Du fährst jetzt ohne Karte. Das ist noch nie gut ausgegangen. So, Karte aus. Aufgestiegen. Was wird das denn für ein Ton? Ein Schweinchen, das lässt sich so gut knüppeln. Ein Schlag auf den Kopf und Schwein ist tot. Na, Iron? Schweinchen, Wildschwein. Ja. Ein Schlag mit dem Knüppel. Muni kannst du sparen. Weiß ich nicht. Einfach hinlaufen, einmal geschlagen, tot. Auf Insane. Hm? Mach ich schon die ganze Zeit. Ich habe überhaupt keine Angst mehr vor dem Wildsäuen. Und Snafus-Technik mit von oben nach unten gucken ist gut für Nester finden. Und und Heilpflanzen. Ja, genau, du findest da alles. Also, wenn du da von oben guckst, ist es zwar gewöhnungsbedürftig, aber gut. Yep. Achso, wo fahre ich hier überhaupt lang? War ja hier auf der Straße, naja. Ja, wir müssen eh um den See rum, also daher. Iron, bist du unterwegs? Ich bin hinter dir. Ah, okay. Ach so, das Abspringen während der Fahrt, das sollte ich mal besser unterlassen, bevor mein Bike wieder nicht mehr reagiert. Immer erst mit Leertaste anhalten, total nervig. Snafu? Ah, der kommt auch. Ich komme. Oh Gott, ich fahre ohne Karte, das nimmt kein gutes... Halt, Schweinchen, stopp! Absteigen, Knüppel, ne, nicht Messer, Knüppel. Tut tut. Tot. Und Level up, danke, du kleines Ferkelchen. Was ist denn da an mir vorbeigezischt? Schweinchen nehme ich natürlich mit, Fleisch ist immer gut. Wenn wir jetzt auch noch Nester looten, gibt das auch Eier. Ah, da. Ey. Nicht auf der Autobahn anhalten und über die Fahrbahn latschen. Federn einsammeln. Boing.
Oh, siehste? Gut, dass ich, ja, genau. Ich bleibe. Macht ihr kurz mit den Federn weiter. Ich nehme mal Clay mit, weil den haben wir vergessen. Oh, der ist schon leer. Ich habe gerade ein Kleefeld gefunden. Ich nehme direkt mal so ein Stacked Clay mit. Mhm. Brauchen wir ja nämlich auch für die Forge. Na, da wird es auf jeden Fall Clay geben. Ja, aber jetzt so hier, ne? Du weißt doch, ich und Clay. Wo war der Clay? Noch mehr? Oh Mann. Die Methode ist genial. Ich weiß zwar nicht, wohin man fährt, aber... muss dann schön vorsichtig... Ah, da ist noch einer. Man hält ja alle 5 Meter an, weil ich immer wieder welche finde. Ja. Wo seid ihr denn? Im Osten? Achso, da. Ich hab mich ein bisschen abgekapselt. Also, du clayst. Genau. Neue Wort. So, ich denke aber 3500 Clay sollten fürs Erste genügen. Fürs Erste. Ja, 3500 reicht locker. 3,5. Ach, 3,5 sogar. Ja, nee, ich glaube, wir brauchen 35.000. Alter, wie geil. Ja, um es direkt schon einzuschmelzen, damit es dann instant fertig ist, ne? Was ist geil? Nö, ich hab gerade eine Waffe gefunden. Aha. Also nichts Besonderes, aber... Immer seine Waffen. Immerhin eine 450er. Kleiner Waffen da. Hast aber gut Glück gehabt. Ja, aber ist nur eine Handfeuerwaffe. Aber ja, gut. Ja. Wenn man es am Anfang hat, dann wird man sich freuen, ne? Ja. So Notfall. Das ist wohl wahr. So, wo ist denn jetzt die Stadt? Meine Werkbank. Stadtlager. Schneller Wegpunkt, so. Ich glaube, wir sind voll, wenn wir ankommen. Ist ja nicht schlimm. Da geht's lang. Der See, der verwirrt dann immer. Man weiß nicht, wie weit man rumfahren muss und dann ist man schon ein bisschen zu weit. Quatsch. Ist es immer noch heiß, obwohl du den Pullover hast? Ja, ich bin auch bei 42. Mal wieder kein T-Shirt mitgenommen. Ich bin schon bei 40. Steigt weiter. Euch ist zu warm. Aber jetzt bin ich im Eisgebiet. Ah, warte mal, hier ist doch der komische Vulkankrater. Hoch, da sind Zombie neben mir. Der Vulkankrater. Sobald du ins Eisgebiet kommst, der Hüpp, da ist der Vulkan. Du erleidest einen Hitzschlag. Alter, ich bin im Eisgebiet. Denk doch mal nach. Ah, jetzt zeigt er wieder den Berg hoch. Und dann kommt der Krater. Vorsicht. Oh, guck mal, ein Zeltlager. Zeltlager. Ein schmuckliges Haus. Könnte man doch ruhig mal mitnehmen. So, hier müsste dann die komische Krater kommen. Oder? Nee, noch nicht. Ach nee, hier. Das Ding meinst du? Das gibt's aber schon immer. Was? Also. Nee, das ist nicht der Riesenkrater, durch den ich geplumpst bin. Das hier ist der normale Krater. Ah, okay. Den hatten wir schon immer, ja. Den anderen, da bin ich mir echt nicht sicher. Der ist auf jeden Fall böse. Wo bin ich, in welcher Stadt bin ich jetzt gelandet? Ja. Alter! Du spielst da unten und hier oben greifst du nicht an, echt. Ja, nun. Ah, hier, Fire Department, ich hab's gefunden. Das ist nicht aus Stahl, das ist nur aus Beton. Nein, ein Teil davon ist Stahl. Und das ist Eisen. Wow! Wer schießt denn da so laut? Klingt ja crazy. Cool. Geier greift mich. Da. Ja. Zombie Braut auch noch. Okay, die ist. Oh shit. Hier ist er. Ach, er ist tot, aber ist wieder durch den Boden gefallen. Ja, das lohnt sich gar nicht mehr. Die roten Blöcke sind Stahl.
Ah, hallo Hühnchen, leider kann ich dich nicht mehr überfahren, aber ich habe einen Knüppel. Bleib doch mal stehen. Ja, hehehe. Federn, yes. Jo. 27 und 39. Weil es hätte jetzt noch gefehlt, wie auf dem Server, auf dem das Snafu war. Das Hühnchen attackiert dich. Crazy Iron, wo fährst du hin? Links. Keine Ahnung, ich fahr dir daher. Snafu ist links, du bist an mir vorbei. Du bist an mir vorbei. Ich stehe direkt vor der Feuerwache. Genau, ich nehme aber noch eben hier Alute. Ach Mädchen, geh mir nicht um Senke. Das war's dann mit dir. Nee, das war kein Sniper-Gewehr, das war das AK. Haben wir nochmal Alu. Kriegen wir schöne Heilverbände. Okay. So, ich bin Sleeper, ah ja, da sind sie schon. Ja, junge Dame. Eine Eirin in der Stadt muss er vorsichtig sein. Entweder schnelle Waffe oder gut rennen. Warum? So, die ist schon tot. Köter, Direwölfe und Ferals. Ja. Und Cops. Geil, läuft. Böse Cops. Stadt ist gefährlich. Ich würde ja gern ins zerstörte Biom, aber da haben wir noch keine Stadt gefunden. Hm. Da ist der Loot am epicsten. Also, ich habe nirgendwo jemals so guten Loot gefunden wie im zerstörten. Und jetzt ist das Equip stark genug, um durchs Zerstörte locker durchzumarschieren, ohne Probleme. Da macht dir kein Hund mehr was vor. So. Warum ist der geil, nicht zerschnitten? Iron, Snafu, das ist nicht die Feuerwache. So? Nicht die Stählerne. Nicht die Stählerne. Das siehst du, die besteht aus rotem Stahl. Jupp. Ach so. Die besteht aus rotem Stahl. Das ist sie nicht. Das ist ein anderes Fire Department, was tatsächlich genauso aufgebaut ist, aber nicht aus Stahl besteht. Ja, stimmt. Ah, müssen wir doch weiterfahren. Du hast ja nicht schlimm. Also doch da, wo ich den roten Marker gesetzt habe. Leicht rechts. Immer diese Diebe hier. Diebe. Aber hier gäbe es auch viel zu looten. Stein. Läuft. Verschlussgehäuse. Da vorne ist es das, glaube ich. Ich glaube, das ist es. Ja, mit dem schiefen Dach vor mir. Oh, jo, da ist es. Alter. Und wie heißt das? Fire Station, nicht Department. Ja, ah, da liegt der Hase im Pfeffer begraben. Ja, ist gleich Runtime, ne? Jupp. Ja. Direkt hinten rum aufs Dach und Jüttel. Na komm, bevor du mir gleich beim Rennen um den Senkel gehst, möchte lieber jetzt den Gar aus und gut ist. So, hintenrum gibt es eigentlich eine Leiter über den Müllcontainer. Oh, wenn noch jemand hat, das sind Goldmünzen. Ich bin leider voll. Jupp. Bin auch schon voll. Hier ist der Platzchen. Ach da. Mhm. Hopp und hepp. Hier oben ist man erstmal safe. Hier klopft schon einer. Achtung, nicht runterfallen. Ja, ja. Also, den Schrein wieder mitnehmen. Schlafsack? Ja, würde ich hier oben auch legen. Hab ich für alle gemacht. Mm. Oh, guck mal da. Pistolenteile. Mm. Du, ja. Oh. Storage. Dann schmeiß ich euch mal eure Schlafsäcke. Muss einen Augenblick warten. Ihr knicks Platze. Ich mach grad erstmal deswegen Kisten. So. Okay. Ich nehme die ganz außen. Forge. So, Forge ist brandbereit. Geht es nicht. Zack.
hatten wir beim Mann? Einer zufällig Steine am Mann? Nee, ne? Nein. Okay. Ja, aber nicht viele. Für ein Campfire nur, mehr brauche ich nicht. Ein Campfire. Musst du mal die Axt da oben zerlegen? Nee, das wird nicht reichen. Achso, warte mal. Moment, haben wir noch was zu zerlegen? Warte, ich hol schnell. Nee, lass. Lass. Ich klopf hier einfach auf die Decke und dann ist die Sache gegessen. Okay. Eins, okay. Zwei, drei, so. Das sind Waffendressore. Jupp. So, Campfire ist in Arbeit. Zack. Campfire steht. Wow, ein 573er Stacheldrahtknüppel. Mhm. Naja, gut, immerhin. Und ist 6 Punkte schlechter als das bei 450er. So. Ah ja, und die Schlafsäcke dann schön weit verteilen, ja. Genau. Sehr schön, und so, dass alles abgedeckt ist. Bin mal eben kurz am Moped. Du darfst runter, ne? Und ich nicht. Ich wollte dir nur zu deinem Schutz. Du hast so wenig Tode und dann jetzt nochmal einen nach. Außerdem habe ich eine alte Petzlise aus dem Weg geräumt. Ja, 12.000 Lampen. Und Panzerglas, ja, hier. Jupp. Ja, die ist gut. So, ja, mir fehlte noch der Grill fürs Campfire. So, und dann kommt noch eine Werkbank dazu. Mal schauen. So, wir sind vollkommen ausgerüstet. Würde ich jetzt so sagen. Ist dein Zeug schon drin, Olli? Was für ein Zeug? Was du bei dir hattest? Nö. Noch nicht. Okay. Ach, hier gibt es wieder diese komische Frage. Ich hätte es gerne ein bisschen zusammengeschmissen, so als Aloe Vera Zeug. Ach, Aloe Zeug. Ja, das ist. Genau. Das ist alles. Habe ich mir schon an mir. Ich habe die Pfeile aber dafür darüber gedroppt. Nehme die Eier auch raus. Und nehme das Schmelzgut mit. Osten. Ja, ich gucke genau nach Osten. Das ist der Vorschuss und dahinter müsste Cracker Book sein, oder ist das? Ja. Wir machen jetzt schon los, oder? Ja, ne? Wenn die Nacht rum ist. Also das ist mir zu crazy jetzt. In der Zeit kann ich zum Beispiel Alucreme anschmeißen. Esssachen ins Campfire, wie auch immer. Das Iron. Ist Nafu, ja, ich da drüben, das grinst mich so an, ich weiß auch nicht. Du gibst mir doch Feuerschutz von hier oben, ne? Nö. Ja, wie, nee. Elendig sterben. Ich krieg das hier nicht. Das hier. Wenn ich die Hundemeute und genau. Den Kopf angreifen dort hinten. Also das ist echt gefährlich. Ich setze eine Lagerkiste übers Campfire und noch eine über die Forge. Dann weiß man direkt, okay, die Kiste ist dafür, die Kiste ist dafür. Dann haben wir das Durcheinander schon direkt von Anfang an vielleicht mal weg. Ich weiß ja nicht, ob es klappt. Ja, hier scheint es ruhig zu sein. So. Vielleicht genau. Nicht mehr. Einmal eine Essenskiste und einmal eine Forge-Kiste. Gucken, ob das klappt. Hier können wir ja auch gut. Das ist voll da. Ja, klar. Ja. So. Also willst du den Safe da knacken? Yeah. Panzerknacker. Wie hoch ist Scavenging beziehungsweise Quality? Schauen wir mal. Was beim Panzerschrank, du bist der Waffenfreak, da sollte aber trotzdem derjenige dann rausholen, der das höchste Level dafür hat. Da kam nur 41. Scavenging. Was heißt das auf Deutsch? Was heißt das? Ja, Plünderung. Genau. Plünderung. Okay. Plünderung. 57. Ich habe 41. Also und Joe. Und Quality Joe habe ich 2 von 3. Gar keinen oder einen?
Gerade bei den großen Waffenschränken wäre das sinnig. Nein, habe ich nicht. Plünderung habe ich 50. Also, ja, ihr seid beide fast gleich. Und Quality? Was ist Quality? Quality Joe. Einfach Quality Joe. Erhöht die Qualität deines Loots. Das ist die Level sozusagen. Also heißt es auf Deutsch auch Quality? Ja, ja, klar. Quality Joe, genau. Du brauchst nur Joe tippen, dann findest du es schon direkt. Nee, das ist, musst du skillen. Ja. Soll ich skillen? Das ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Aber ja. Es bringt dir nichts, du kommst nur auf 2, weil erster Plünderung 60 kriegst du die dritte Stufe. Kannst also bis dahin warten. Und es bringt was, weil du dann höherlevelige Waffenteile oder sowas findest, wie 500er, 600er Teile und sowas. Genau. Okay, schon geskillt. Hast du einen auf 2 von 3? Mhm. Ja, dann sind wir gleich. Genau, dann seid ihr hoch gleich. Genau. Ich brauch die Spitzhacke. Dann ist das Peng. Zombie. Hat er mich schon gesehen? Philipp, naja, nee. Der ist genau kann, ich, jeder der Mauer hoch. Da. Der Quality Joe ist mit einer der wichtigsten, finde ich. So, schon offen. Und es ist... Er ist umgefallen. Es ist, sind nur kleinteilig. Ich habe auch fertig gemacht. Ist egal, wir haben ja alles hier. Werkbank. Hey, so. Da ist ein Ledermantel. Snafu, ah, da ist ein Schlafsack für mich. Merci. So, ihr habt euch so verteilt, das ist gut. Der ist noch ein bisschen nah, dann gehe ich mal nach außen, wer auch immer der da gehört. Ist Iron da. Genau, dann kann er sich da noch mittig legen. Dann sollten wir das ganze Dach abgedeckt haben. So, guck mal, hier ist doch Stuff für die Folge. Hier wäre auch nicht schlecht gewesen, hier in der Ecke. Ich bin ganz hinten in die Ecke. Wir haben 15 Frames Schutz. Na gut. Glaube ich, ne? Waren 15, ja. Ja, 15 Blöcke. Kann man ja einstellen, ja. Snafu, siehst du irgendwas unter mir, neben mir? Achso, ich guck gar nicht mehr. Ich blute hier gerade, ich baue hier gerade. Der Zapter ist jetzt weiter weg. Ah, da kommt aber noch. Was ist denn das? Irgendein so ein Schlürfer. Da musst du noch warten, oder? Ups. Hier ist keiner so in der Nähe, wo du jetzt bist. Da doch, da kommt einer. Der mit dem Sweatshirt. Jo. Ich will ihn jetzt nicht auf Agro machen. Ja, yeah, Beinbruch. Du bist runtergefallen. Was machst du denn schon wieder? Oh. Ich wollte in Iron den Weg frei machen, aber leider hat es nicht geklappt mit in die Hocke gehen während des Falls. So. Naja, war doch wert auszuprobieren. Das hatte mal geklappt. Jetzt ist der Oberchen da. Dankeschön. Der Zappler kommt. Wo? Oh? Da hinten, auf der Straße. Auf der Straße? Night Vision. Achso, ja, ich sehe einen Zappler. Ah, ich schieße immer daneben. So. Ich muss mich umziehen. Es geht gar nicht hier. Alter Finne. Ach, ich bin am Ölen wie sonst noch was. Ich habe mal wieder T-Shirt nicht mitgenommen. Ach so, deswegen bin ich ja eigentlich runtergesprungen. Ich wollte nur den Helden markieren. Ja. Ist es zu kalt oder was? Nein, wir sind in der Wüste. Die ist zu warm. Ja, 37 Grad ist es bei mir. Der Poncho habt ihr. Oh. Poncho ist an, jetzt ja. Da kommt wer? Da unten drin. Okay. Ja, schön, haben wir doch schon die ersten blauen Teile. Dafür hat Olli sich das Bein gebrochen. Ach, nicht dafür. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich ein T-Shirt mit habe, was ich eigentlich immer habe. Was mache ich denn hier? Sollte mein Schlafsack jetzt mal umplatzieren, oder wie war das? Mittig zwischen uns. Hallo, kannst du mal bitte aufhören, den Container zu zerstören? Das ist unser leichter Einstieg. Ja, toll. Der Container ist weg. Aha. Komm jetzt her hier, du.
Schindluder-Fuzzi. Oh, geil. Oh, ein 357er Pulli. Von dem, den ich immer trage. Hier liegen überall Säcke rum. Ah, leer. Alle leer haben wir schon gelootet. Ja, ich mach mal erstmal hier Essen. Schnauze da unten, jetzt komme ich dir da runter. So, dann habe ich auch Waffenteile, weiß ja geil, wo die herkommen. So. Dann hat einer zufällig Stofffetzen schon gefunden. Nö. Läuft die fort schon? Ja, okay. Ja, ja, klar. Ja, ja. Ah, hi. Ja. 590, ne? Das kann sich doch langsam aber sicher mal sehen lassen. So. Kiste neben meinem Schlafsack. Drückt meinen Quark drin. Wow. Da. Wo sind die denn? Holzfarm da. Achso, der Holz zeigt da hochgepackt. So, den brauche ich auch nicht, den Mantel, der kann auch weg. Scheiße. Halt den Sabbel da unten. Ich hasse die Leitern. Oh. Die prügeln hier unten alles kurz und klein. Oh, ist nichts drauf. Okay. Wieder runter. Ein Spider? Ja. Wo bist du? Unten. Unten ist der Spider? Ja. Spider ist tot. Wo sind sie denn? Unten drin. Ach, unten drin. Du wolltest doch noch nicht looten. Ich will nicht looten, ich brauche ein Stofffetzen. Ein Stofffetzen? Ich habe einen Beinbruch. Liegt... Ja, aber hier liegt doch ein Rucksack. Hier, die Container kannst du zerstören. Hier, die Rucksäcke. Das ja. Stoff. Richtig. Extra gefragt, ob einer von euch Stoff hat. Nein, ja, Stoff haben wir nicht, aber das ist... Ja, stimmt, das ist auch wieder richtig, ja. Ah, das gibt echt Stofffetzen. Mhm. Reicht das? So wie die Pappkartons, die geben dann Papier. Schiene fertigen. Ja, das ist klar, aber diese Säcke, die zurückbleiben, sind ja eigentlich nur wegen der Zerstörung. Deswegen habe ich gar nicht gedacht, dass die überhaupt was geben. Wie immer schön die spawnen lassen. So, jetzt habe ich endlich eine Schiene, weil der Beinbruch, der muss ja auch heilen, ne? Kann ich noch eine machen? Ja, super. Und noch eine. Sauber. Kommt in die Kiste mit dem Essen, ne? Da habe ich auch direkt Medizin reingeschmissen. Super gut. Ach, ich habe ja lauter Teile hier. So, Klebeband. Bräuchte ich noch mehr Stofffetzen, aber egal. Machen wir die Alucreme erstmal nackig da rein. Ein paar Steine können auch nicht schaden da oben. So viel Holz brauche ich nicht. Das kann ich in die... Nee, besser... Ja, doch. Jetzt die Leiter. Ach, da haben wir die Leiter. Achtung, die kommt. Ja, da kommt sie. Na komm. Mich sieht sie nicht. Ja, jetzt bleibt sie stehen. Tschüss. Voll. Gut, die Kiste ist dann Waffenkiste.
Passt. Ein Schnickschnack. Bastelkram. Ah, wenn wir die Orde hier abgraden wollen, na, müsste ich natürlich alles vergessen haben. Molotovs, die Sprengbolzen. Nee, brauchst du ja nicht. Lass sie doch. Achso, willst du dazu einfach hier so. Oh. Wäre mir echt ein Pingelbange. Vielleicht haben wir ja genug gelootet hier, dass man das machen kann. Wir haben ja hier alles zum Fertigen. Komm, Schmilz einnehmen, Mister, jetzt. Öl werden wir bestimmt auch genug finden für weitere Motos. Benzin ist auch kein Problem. Nee, genau, Hocke? Nee. Da bin ich nicht so langsam. Die hämmert schon wieder gegen irgendwas da unten. Ach, ist ja dabei. Essen, trinken und so ein Scheiß ist über der über den Campfire in der Kischt. Mhm. Ich brauch noch was zu trinken. Immer noch am Ölen, das ist echt ein Scherz. 10 Sekunden. Was, 10 Sekunden? Komm mal los. Mhm. So, wie lange brauchen wir einen Beinbruch? Na komm. Ach komm, jetzt kann man springen. 13 Minuten. Oh, da ist er unten. Ein Freund. Warte, nicht runtergehen. Der tut mir nichts. Ja. Tschüss. Gut. Okay. Boah. Ich hab da voll Bock drauf und hab das nie gemacht, weil ich es vergessen hab. Das Haus gerade voraus laufe ich bis ganz nach oben aufs Dach, ohne zwischendrin anzuhalten. Die Satellitenschüsse, die gibt doch bestimmt Stoff. Naja, das ist der Technik-Dingsbums-Laden hier. Die Forschungsinstitut. Hamaguchi oder wie der heißt. Ja. Genau. Dann war ich da ja schon oft oben. Nicht nur einmal. Ach, ich fahr mal erstmal die Shitty ab. Oh, die ist ja groß, die Stadt. Meine Güte. Da ist ja auch nichts. Ja, ist nicht so groß. Okay. Lol. Sollen wir das Ding. Wir trennen uns? Sollen wir das Ding wie eine Uni behandeln und zusammenreihen? Das wollte ich nämlich gerade auch fragen. Ach so. Ich bin deswegen einmal rumgefahren. Das ist nichts hier. Nichts von Interesse. Mhm. Na doch, da ist Cracker Book, glaube ich, gleich gegenüber von der Forschungs. Das sieht jedenfalls so aus von oben gesehen auf der Map. Als wenn diese. Du meinst die riesige Baustelle. Ach, das ist eine Baustelle. Nee. Das ist das Stahlgerüst. Ach, das ist das Stahlgerüst hinter dem. Jo. Oder davor. Jo, ich fahre nämlich gerade durch. Aha. Also nur die paar Häuserchen da. Genau. Die andere Fire Department und das hier, Fire Station. Tja. Ich meine, in dem Hamachi ist echt viel zu holen. Das ist ja. Ja. Da kannst du dich dumm und dämlich looten. Na gut. Und ist gefährlich, wenn wir den wie eine Inni behandeln und zusammen vorrücken. Wir knüppeln Iron Ballard. Im Haus mag ich das eigentlich ungern. Da glaub mir, das sind in Glasröhren sind da Leuchtekops. Okay. Du willst ballern. Deck dich gut ein, weil da oben geht's richtig rund. Diese Hitbox schon wieder, von diesem Scheiß. Ja. Irgendwas.
So, dann gib mir deine Federn. Ah, danke schön. Da gehen wir jetzt rein. Ich weiß nicht, wenn ihr Bock habt. War ja, ja nur ein Vorschlag. Es war ja nur eine Frage. Das Ding kannst du wie eine Uni behandeln, echt. Und Uni sagt dir was. Ständig rein, raus, rein wegen dem Loot und dann wieder raus. Genau. Und dann wieder nach oben und, schön leer machen, bis aufs Nötigste. Genau, erstmal eine Kiste. So, und was wir dann alles können als Blueprints, brauchen wir gar nicht mehr mitnehmen. Wenn wir mal. Genau, wir haben ja einen Loot-Respawn, dann braucht man auch keine Kiste aufhängen, falls jemand anders vorbeikommt. Wie gesagt, das ist unser Ding. Das Wichtigste ist Snipergewehr und den Bogen. Das sind so die Sachen. Ja, für mich ist Axt und Knüppel plus Wench. Ich mache gerade noch die Autos hier drunter rum weg. Da mache ich mich leer. Ja. Ah, da kann man schon Sachen reinpacken hier. Ja. Kannst du die noch aufsperren vielleicht? Genau. Das geht ja mal wieder hier. So. Vielleicht bin ich auch schon wieder halb voll. Sledgehammer habe ich gefindelt. Ich pack's direkt ins Bike. Mach ich mich schön leer. Das Sledgehammer kommt aber mit, definitiv. Spitzhacke und Axt brauche ich, dann braucht ihr die nicht, wenn wir zusammen rumziehen. Platztechnisch. Also ich soll jetzt echt meine Spitzhacke da reinklatschen? Die kannst du oder in deinem Bike legen, wie auch immer. Wenn du möchtest, ist ja keine Pflicht. Ich finde es halt sehr riskant. Spitzhacke? So, ganz ohne alles da rein. So. Die Schaufel lasse ich hier. So, Frames habe ich mit, Muni habe ich mit, Holz habe ich mit und das gesamte Werkzeug. Weil ich habe dieses Sledge and Breaking Doors ebenfalls geskillt. Da kann ich mal gucken. Aber wie es aussieht, ist hier kein Mensch drin. Ja gut, hier war ich oder du schon mal drin? Warte mal, nee, ist noch nichts gelootet. Nee. Ich war in dem anderen. Ja. Da ist ja keine Sleeper hier unten. Und die liegen hier immer im Garten so. Oder? Iron, ich mache hier einen Tresor auf. Kannst du dann entlooten? Ich habe draußen schon entlootet bei Snapples. Hier ist ein Tresor zum Looten. Ach, zum Looten. Genau, letzte Hit ist für dich. Mach das. Ja, aber wir sind doch gleich hoch, oder? Ich glaube, dass wenn man auf Waffen geht wie du, dass man dann auch eher Waffen in dem Tresor findet und nicht wie ich so ein Gammelzeugs. Ja, hab eine Waffe gefunden. Nichts Tolles, aber immerhin. Ja, ja. So. Hast du die Dinger auch schon? Ja. Hast du das schon? Die auch, okay. So, links oder rechts? Die Treppe. Die Treppe ist egal. Links oder rechts. Ja, weil da wird es direkt wieder losgehen mit Zombies. Mal gucken. Geht die Assassin-mäßig vor schon, ne? Durchgängig, ne? Halt hier. Ah, da, ja. Der erste Raum. Ich mach auf. Da sind gleich drei Stück. Zombies? Jep. Ach komm, jetzt. Sleeper, einer ist schon aufgewacht, der andere schläft. Ne, was meint denn hier mit der Spitzhacke? Na, jetzt dreht er sich um im Moment, weil du auf ihn aufstürmst. Ja, liegt nur. Ich wollte mal den Sledgehammer ausprobieren, kannst du knicken. Weder zum Türen öffnen noch zum Zombie killen, also. Obwohl ich diesen Skill dafür gemacht habe, das ist doch Blödsinn. Das war ein Overkill. Ja. Pfeile von mir, Schlag von dir und Iron hat bestimmt auch noch einen draufgegeben. Okay. Leder? Nehmen mit. Das ist auch mehr. Alles mitnehmen. Alles, was hier lootet. Was sind das für besondere Steine hier? Ah, da kann man reingucken. Das ist aber schön. Ja, kannst du auch einschlagen und kannst die Tasche looten. Ach, hast du schon. Nee, kannst du auch ohne einschlagen. Okay. So, hier ist der nächste Raum. Geil. Waffe. Hat sich gelohnt. Oh, ja.
100 Leder. Noch eine. Tot. Elektrik-Parts könnten wir bestimmt wieder gebrauchen, ne? Na, ich nehme mir auch schon alles. Guck mal, hier ist eine Monitorwand, die ähnlich wie meine ist. Nur meine sind nicht so weit auseinander. Ich höre was. Oh, ein Wrench. Wow. Da hinter dir. Hat's gleich nachgespawnt. Gut. Kann man die Stühle auch abbauen? Yep. Yep. Alle hat die Tür abgebaut. Hier bleibt nichts zurück. Der Türrahmen bringt auch. Was ist das hier? Das sind Säckchen. Da ist bestimmt was drin, oder? Alter, Teig nie. Nee, die kannst du durchgreifen von vorne, sagte Iron. Also, ich hab's gerade gesehen, die Glasscheiben sind wie ein U aufgebaut. Stoff. Könnte da was drin sein schon, oder? Ja, klar, da ist mal. Ich hab bis jetzt auch immer was drin gefunden in den Handtaschen. Nee, nein, ich meine jetzt hier in den hier. Das hier, das hier. Was ist das hier? Das hier. Pass auf, es gibt nachher Container. Die sehen aus wie so große Gärcontainer, ne? Für Flüssigkeiten. Da gehst, wenn du außen rum gehst, wenn du einmal draufschlägst, da ist ein Ding, das ist sofort kaputt. Man sieht das aber auch schon, ist wellig. Okay. Da ist so eine Art Glasscheibe oder sowas eingelassen. Da ist dann ein Secret drin, jawohl. Da hier scheinbar. Wir müssen noch darüber. Da drüben ist noch ein nicht geöffneter Raum. Wo? Ah, da. Hier, warum? Ich vertraue den Olli seine Konstruktion. Ach ne, da oben ist ja auch noch ein, eine Lounge. Zack. Hier. Later. Okay. Die Seite habe ich schon. Dann noch die Monitore disamblen. Gutes Metall. Mechanicals. Ah. Electricals, verdammte Axt. Jetzt habe ich es aber. Okay. Sind wir hier, glaube ich, durch. Jupp. Dann auf die nächste Ebene. Hier springt noch ein Zombie rum. So.